Spinoza dans l'éthique. Mathilde Maret, zu Beginn des dritten Teils seiner Ethik stellt Spinoza eine abgründige, schwindelerregende Frage. Er schreibt: Niemand weiß, was der Körper alles kann. Eigentlich ist das weniger eine Frage als eine verblüffte Feststellung. Die Ethik von Spinoza kommt streng deduktiv daher. Sie gibt sich durch und durch rational. Aber inmitten dieses rationalen Textes öffnet sich etwas ins Unendliche. Und zwar dort, wo es heißt, dass der Körper ein unermessliches Potenzial hat, das von der Vernunft, so wie Spinoza sie definiert, nicht abgedeckt wird. Da haben wir uns gedacht, vielleicht könnte man die Frage mal anders stellen und sie an Spinoza adressieren. Und gleichzeitig an Descartes, Leibniz und alle anderen Denker. Nicht, was vermag der Körper, sondern was vermag die Vernunft? Mathilde Maret, wie gehen Schüler in der Abiturklasse mit so einer Aufgabenstellung um? Die Schüler stellen normalerweise sofort die Frage nach der technischen Macht der Vernunft. Das fällt einem ja auch als erstes ein. Dann geht es zum Beispiel um Eugenik oder Sie erwähnen Adolf Huxley. Aldous. Genau. Adolf Hitler und Aldous Huxley. Oder sagen die Schüler Adolf Huxley? Gar nicht so blöd. Stimmt, das ist wirklich witzig. Für die Schüler steht jedenfalls die Technik und ihre Gefährlichkeit im Vordergrund. Ja. Sie sind immer geschockt von der unmäßigen, aberwitzigen Macht der Technik. Und dann beschäftigen sie sich mit der Frage, ob diese übermäßige Macht nicht letztlich ein Eingeständnis von Schwäche und Unvermögen ist. Gar nicht so übel, was für Fragen Schüler sich zu diesem Thema stellen. Die eigentliche Schwierigkeit bei der Aufgabenstellung besteht doch darin, sich zu überlegen, wie man sie angeht. Was vermag die Vernunft? Ja, was kann sie denn eigentlich? Etwas herstellen? Auf etwas hinweisen? Oder eine Richtung vorgeben? In ihr sind ja verschiedene Wirkungsweisen angelegt. In der Philosophie werden Vernunft und Verstand meist verknüpft mit der Fähigkeit zu sprechen und zu rechnen. Im Alltag dagegen wird Vernunft häufig darauf reduziert, zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse unterscheiden zu können. Dort hat sie eher eine normative Funktion. Und für diesen Aspekt haben Schüler eine feine Antenne. Das heißt, sie zeigt, sie versteht sich als Moral? Naja. Sie gibt vor, wie etwas zu sein hat? Ja. Sie versteht sich auch als Instanz, die vorgibt, was real ist und was nicht, was irrational ist und so weiter. Das heißt, sie legt Grenzen fest. Und genau daraus erwächst ihre Macht. Sie grenzt alles aus, was nicht rational ist, wie den Wahnsinn aus dem Kreis der Vernunft. Genau. Aber gleichzeitig, und das ist eine typische Denkfigur von Foucault, kann die Vernunft nicht anders, als ihre eigenen Grenzen zu überschreiten. Ja. Kommen Sie. Und das ist den Schülern schwer zu vermitteln. Wenn man versucht herauszufinden, was die Vernunft vermag, hat man es mit einem ständigen Hin und Her zwischen Macht und Ohnmacht zu tun. Genau, zwischen Macht und Ohnmacht. Zwischen Verblendung und Licht. Aber mit diesem Paradox müssen wir uns befassen. Das ist genau der Punkt. Wie entwickelt man zu diesem Thema eine Fragestellung? Wir haben es ja mit zwei Dimensionen zu tun. Einerseits ist da das kreative Potenzial der Vernunft, das, was sie zu erschaffen, imstande ist. Und auf der anderen Seite ihre normative Kraft. Wie stellt man einen Bezug zwischen beiden Aspekten her? Nun, ich glaube, man muss die Schüler einfach mit dem Widerspruch konfrontieren, mit dem Paradox. Ja. Damit sie begreifen, dass hier ein fast unauflöslicher Widerspruch besteht zwischen Rationalität, ungeheurer Maßlosigkeit und Verblendung.
Sobald Sie dieses Paradox erfassen können, fangen Sie an, philosophisch zu denken. Gut. Hier haben wir unsere ersten beiden Bilder. Dies ist eine Bildtafel, ein Auszug aus dem durchdachten Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke, besser bekannt als Enzyklopädie. Mathilde Marais, Ihnen war sehr daran gelegen, unser Gespräch mit dieser Tafel zu beginnen. Warum? Die Enzyklopädie von D'Alembert verkörpert ein Ideal von Wissen und Wissenschaft, das stark von Bacon beeinflusst ist. Und Bacon stand selbst in der Tradition von Aristoteles. Er wollte im 16. Jahrhundert das komplette menschliche Wissen in eine systematische Ordnung bringen. Genau. Dahinter steht dieselbe Absicht. Nämlich der Wunsch oder auch der Instinkt, wie Kant es nennt, ein System zu errichten. Ein Gebilde, in dem das gesamte menschliche Wissen versammelt ist. Gleichzeitig soll es alles erfassen, was der Mensch an Erkenntnissen über die Welt erlangen kann. Das ist doch ein schönes Beispiel dafür, was die Vernunft leistet. Sicher. Was sie leisten kann. Trotzdem ist da ein Riss. Das hier ist zwar eine Windmühle, aber sie produziert keine heiße Luft. Sie ist kein Hirngespinst, sondern sehr konkret. Sie stellt etwas her. Genau. Diderot setzte sich dafür ein, dass die praktischen Künste wieder mehr Wertschätzung erfahren. Sie waren im 18. Jahrhundert stark im Ansehen gesunken, zugunsten der Art liberal und der spekulativen Wissenschaften. Für Diderot dagegen ist Wissen etwas Praktisches. Und von Francis Bacon stammt der Ausspruch, Wissen ist Macht. Wenn Vernunft bedeutet, dass der Mensch etwas in der Welt bewirken kann, dann muss sie etwas Technisches sein. Sie muss imstande sein, durch Auseinandernehmen der Einzelteile auf einer Bildtafel zu erklären, wie eine Mühle funktioniert und wie man sie wieder zusammensetzen kann. Gleichzeitig, und das ist eine Besonderheit der Aufklärung, wird dafür gesorgt, dass technische Erfindungen nicht mehr geheim gehalten werden. Die Gesamtheit der technischen Kenntnisse des Menschen soll öffentlich gemacht und für alle zugänglich werden. Es geht also um Ausweitung des Wissens und die Idee, dass der Fertigungsprozess ein additives Verfahren ist. Eine Mühle wird konstruiert, indem man ihre Einzelteile ineinander fügt. Nach diesem Muster kann man sie unendlich oft nachbilden. Wie diese Uhrenmechanik, die ja unendlich komplex ist. Ich vermute aber, dass die Vernunft hier erstmals an eine Grenze stößt. Denn unabhängig davon, wie komplex ein solcher Mechanismus auch ist, er kann niemals mit der Komplexität eines Gehirns konkurrieren. Kein noch so ausgeklügeltes Artefakt, das ein Mensch sich ausgedacht hat, kann sich messen mit der Komplexität, die die Natur hervorbringt. Es erreicht nie die Vollkommenheit einer spontanen, natürlichen Erscheinung. Liegt dann in dieser Macht, die die Vernunft zur Schau stellt, nicht zugleich auch die Erfahrung ihrer Begrenztheit? Ja, genau das war das Problem, das Diderot bei den Bildtafeln der Enzyklopädie bekam. Sie haben vorhin D'Alembert erwähnt, aber Diderot war genauso wichtig. Absolut. Wegen des Skeptizismus, den er eingebracht hat. Richtig. Diderot hat diese Mechaniken genauso auseinanderbauen lassen, wie es auf den Tafeln dargestellt ist. Und er hat sehr bald festgestellt, dass ein Gegenstand sich dadurch nicht vollständig erfassen lässt. So ein abstraktes, rationales Vorgehen bleibt notwendigerweise hinter der Wirklichkeit zurück. Denn die ist in sich vollkommen. Daher kommt er zu dem Schluss, ganz im Sinne der Aufklärung allgemein, dass das Subjekt sich um das Objekt dreht und nicht umgekehrt. Das war die sogenannte kopernikanische Wende. Das hat doch eine Komponente, die über rein technischen Ehrgeiz hinausgeht. Es ist fast ein moralischer Impetus. Richtig. Die Schönheit dieser Mechanik ist hinreißend, finde ich. Vor allem ihre Transparenz. Dieser Mechanismus trägt in sich eine moralische Aufforderung. Auf jeden Fall. Und eine Aufforderung zur Mündigkeit. Es geht darum, alle menschlichen Kenntnisse transparent zu machen. Sie dürfen kein Geheimwissen mehr sein. So soll die Menschheit sich zu ihrem Besten hin entwickeln, dank der Technik, mit der Diderot und D'Alembert vertraut sind. Sollten wir nicht allmählich über Faust sprechen? Unbedingt. Ein guter Zeitpunkt, oder? Absolut. Die Enzyklopädisten gehören eher zum optimistischen Flügel der Aufklärung. Natürlich kann man die Ansicht vertreten, dass technischer Fortschritt unweigerlich zu moralischem Fortschritt führt. Je mehr der Mensch kann, desto tugendhafter ist er. Das war der gemeinsame Nenner der Aufklärung, dass jeder Fortschritt, jede technische Errungenschaft auch eine Weiterentwicklung der Sitten bedeutete. Renan hat verkündet, ich bin gebildet, darum trage ich nichts Böses in mir.
Als die Enzyklopädisten diese Bildtafeln entworfen haben, befand man sich noch, und das ist eine Ironie der Geschichte, kurz vor der industriellen Revolution. Stimmt. Damals konnte man noch nicht ahnen, welch mephistophelische, teuflische Macht das Wissen entfalten kann. Genau. Das war noch vor den kritischen Stimmen des 19. Jahrhunderts, die in dieser Frage weniger optimistisch waren. Zum Beispiel Goethe. Oder die Romantiker. Das Faustische. Und Klassische. Hier sehen wir einen Mann, der mit den Grenzen der Vernunft experimentiert und einen Pakt mit dem Teufel schließt. Wie ist dieses Bild zu verstehen? Faust beschwört zunächst das Zeichen des Makrokosmos, nachdem er sich beklagt hat, dass er nichts weiß und sein ganzes Leben mit beliebigen Experimenten zugebracht hat. Nachdem er das festgestellt hat, irrt er zwischen zwei Erkenntnisweisen hin und her. Ganz genau. Dann beschwört er den Erdgeist in dem Bestreben, ihm ebenbürtig zu werden. Faust hat den Ehrgeiz, übermenschlich zu werden. Ein Übermensch der Vernunft. Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass dies kabbalistische Symbole sind. Also ist es ziemlich sicher nicht die Sonne der Vernunft, die Faust hier betrachtet. Ich habe das Ganze zuerst als umgekehrte, neuartige Version des Höhlengleichnisses gedeutet, in dem der Philosoph am Ende die Sonne sieht und den künstlichen Lichtern entrinnt. Aber hier geht es um etwas anderes, oder? Naja, wenn man versucht, den Himmel zu erreichen, heißt das ja letztlich immer, dass man Gott gleich werden will und damit der Versuchung durch den Teufel erliegt. Hier geschieht eine Umwertung aller Werte. Diese Form der Vernunft überschreitet in ihrer Maßlosigkeit, ihrer Hybris, die eigenen Grenzen. Unsere Ausgangsfrage lautet ja, was vermag die Vernunft? Faust begegnet dem Teufel, also Mephistopheles, dem Geist, der stets verneint, und damit dem Geist, den man auf dem Pfad einer entfesselten Vernunft antrifft. Und Faust will alles wissen. Zunächst weiß er nichts. Er erreicht nicht mal ansatzweise das, was er will. Und in dieser Situation begegnet er dem Teufel. Entspringt der Teufel also ernüchterter Maßlosigkeit und enttäuschtem Ehrgeiz? Oder ist er ein unabhängiges Wesen, das dem edlen Ansinnen des Menschen, alles begreifen und beherrschen zu wollen, Hindernisse in den Weg stellt? Naja, er ist gleichzeitig Zuschauer und... Ist der Teufel das andere oder ist er ein Kind der Vernunft? Er kann beides zugleich sein, das ganz andere, aber auch ein Kind der Vernunft. Das ist eine Frage der Interpretation. Faust kann ja aus sich selbst heraus handeln. Um zu Macht und Stärke zu gelangen, will er sich mit Gott auf eine Stufe stellen. Und sein Gehilfe Wagner versucht, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, den Homunculus, genau wie Frankenstein. Das heißt, Faust begeht Verbrechen wider die Natur, im Namen einer rein instrumentellen Vernunft. Er industrialisiert die Natur und zerstört damit das ökologische Gleichgewicht. Goethe konstatiert also schon Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Vernunft nahezu bankrott ist. Eine Vernunft, die sich für die absolute Wahrheit hält. Ja, die Vernunft hat etwas Teuflisches. Und genau da liegt das Problem. Heißt das, die Vernunft ist in einen Schlummer gefallen? Ist das der berühmte Schlaf der Vernunft? Woraufhin Wahnsinn, Unvernunft und Bosheit auf den Plan treten. Und Verblendung. Ja. Goethes Faust beschreibt einen Weg, der in die Verblendung führt. Faust erklimmt einen Berg, auf dem alles, was als unterirdisch und teuflisch gilt, zu höchsten Werten verkehrt wird. Nur so kann Faust die Welt in ihrer Ganzheit erfassen, mit einem nahezu totalitären Blick. Ist das nun Verblendung oder Wahnsinn oder Vernunft? Das ist die Frage, die Mephisto stellt. Wer ist hier eigentlich der Wahnsinnige? Der, der von seiner Vernunft nie Gebrauch macht? Oder der, der von seinem Wissen so überzeugt ist, dass er tatsächlich glaubt, mit Hilfe der Vernunft die Welt verändern zu können? Worin liegt denn der Wahnsinn? Ist der verrückt, der glaubt, alles verändern zu können, oder der, der die Vernunft für ohnmächtig hält? Faust als Figur ist dem heutigen Menschen sehr ähnlich. Er wird angetrieben von einem Tatendrang und Machtwillen, der einerseits rational motiviert ist,
Andererseits aber im Laster wurzelt, im Bösen, in der Besitzgier. Ich finde, das ist eine zutiefst zweischneidige Angelegenheit. Man weiß nicht, ob es die Vernunft ist, die all das lostritt, oder ob diese selbst vom Bösen mitgerissen wird. Würde man in einem Schulaufsatz